Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Arthur. Zu Beginn des Jahres wurde er 85 und nach wie vor schaltet er sich mit pointierten Kommentaren in die heutigen Debatten ein. Kurt Biedenkopf, seine Stimme gerade hier in Sachsen hat Gewicht. Undenkbar ohne die Lebenswende, die seine politische Karriere und auch sein persönliches Leben vor 25 Jahren nahmen. In seinen jetzt veröffentlichten Tagebüchern aus der Wendezeit erzählt er detailliert, wie er der erste Ministerpräsident des Freistaates Sachsen wurde. Feuer, Drogen und in jüngster Vergangenheit ein Sturz aus einer Palme. Es ist echt erstaunlich, was Rolling Stones-Gitarrist Keith Richards so alles überlebt hat. Jetzt hat der furchengesichtige Avatar des Rock seine erste Soloplatte seit 23 Jahren eingespielt. Mit unverkennbarem Sound natürlich. Cross-Eyed Heart. Sie macht Menschliches zum Thema und wird trotz ihres Sarkasmus geliebt und um Rat gefragt. Die Echse ist eben purer Charakter. Das jedenfalls meint ihr Erfinder, der Puppenspieler Michael Hatzius. Seine Echse und ihre Ansichten zum Zeitgeist sind mittlerweile in ganz Deutschland gefragt. Und nun ist sie auf Tour, auch im Sendegebiet, mit dem neuen Programm Ecstasy. Und wer die Echse live erleben möchte, der kann es tun. Zum Beispiel am Samstag, den 26.09. im Steintor-Varieté in Halle. Für diesen Abend verlosen wir 2x2 Freikarten. Schreiben Sie an arthur@mdr.de. Viel Glück. Dass gute Musik nicht unbedingt aus Berlin oder Hamburg kommen muss, das wissen wir ja spätestens seit Silbermond aus Bautzen oder dem international gefeierten Hip-Hopper Materia aus Rostock. Auch in Erfurt gibt es seit Jahren eine sehr lebendige Musikszene. Die Band Lila Bungalow kommt auch aus Erfurt. Mit ihrem zweiten Album Peace to Gold gehen sie jetzt auf Tour. Alle reden über die Flüchtlinge, aber alle, die nach Deutschland kommen, sind Menschen und zwar mit ganz eigenen Geschichten. Sascha Konrad sprach mit Flüchtlingen aus unterschiedlichsten Ländern über Heimat und Heimatgefühle. Heraus kamen Videoporträts wie das von Sida, die vor 6 Jahren nach Deutschland kam und hier eine neue Heimat fand. Im Rahmen der ARD-Themenwoche Heimat werden wir weitere Flüchtlinge zu Wort kommen lassen. Das ungekürzte Videoporträt von Sida gibt es auf www.arthur.de. Noch bis zum Sonnabend präsentieren sich die dritten Leipziger Theaterwochen. Alle unsere Empfehlungen jetzt im Kulturkalender. Nah dran schaut sich gleich im Anschluss bei Muslimen im Sendegebiet um. Und Arthur gibt's nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin.